So Leute, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ist das? Das, ich wollte gerade sagen, ist das Karls Haus? Das ist Karls Haus. Oh. Er hat den Alarm für uns auch nicht ausgestellt. Also, wie meine Vermutung war, er ist anscheinend. Also, wahrscheinlich ist er schon ein bisschen wütend, dass wir seinen Sohn in den Tod stürzen ließen. Aber er ist jetzt. Er hasst uns nicht, habe ich das Gefühl. So, was gibt's denn hier? Was können wir hier abspielen? Hi Dad, ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre. Es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gerne morgen besuchen kommen, wenn es dir recht ist. Ich möchte nur sagen, ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Und jetzt soll noch ein einziger meine Entscheidung hier anzweifeln. Also wenn das nicht die richtige Entscheidung war, dann weiß ich auch nicht. Okay. Hallo, seid ihr noch am Leben? Fehlt doch das Tyrium? Okay, jetzt würde ich ganz gern mit Markus, mit Karl sprechen, denn es interessiert mich natürlich auch, was er zu der ganzen Thematik zu sagen hat. Der einzige, nee, nicht der einzige, aber einer der wenigen Menschen, die wirklich, ich würde mal sagen, die Mission unterstützen. Also nicht die Mission, die Menschen zu töten, sondern die Mission, dass Androiden auch ein Volk sein sollten und die Freiheit genießen sollten. Aber vielleicht hat er auch seine Meinung geändert, keine Ahnung. Aber es scheint ja zumindest so, dass sein Sohn die Meinung geändert hat. Von dem her wüsste ich jetzt nicht, also dass er sie ins Positive geändert hat, dass er sich jetzt nicht mehr denkt, hey, der doofe Markus ist an allem schuld, sondern dass er sich denkt so, hey, ich habe auch vielleicht mal einen Fehler gemacht. Gut, lesen wir erstmal einen Schmankerl. Schmankerl. Ah, wir können gar nicht lesen. Fällt uns ein bisschen spät auf, aber ja gut, was soll's. Okay, was können wir uns hier anschauen? Noch mehr Bücher. Okay. Hier ist ein Schachspiel, nee, das ist kein Schachspiel, sondern das sind ein paar Kerzen. Ist er im Atelier oder ist er oben? Der gute Karl. Ich würde ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen sein Haus. Okay, also, wie gesagt, das bestätigt nochmal meine These, dass er uns nicht hasst, weil sonst hätte er das Bild ja längst weggeworfen. Meiner Meinung nach. Aber kann man euch natürlich auch hören. So, wie geht's eigentlich Karl so, ohne Androiden, weil anscheinend hat er ja keinen Ersatz-Androiden geholt. Oh, okay, es sieht ein bisschen seltsam aus, aber gut, so sind halt Künstler nun mal. Ist hier irgendwas noch zu finden? Vielleicht irgendwie ein Magazin, das wir lesen können? Nee, okay. Gut, da haben wir uns genug umgesehen. Nee, da ist noch was. Bisschen was. Also, okay, es sind noch ein paar Skizzen. Ich dachte, das wären Fotos, aber nee, es sind Skizzen, okay. Gut, auch nicht so megamäßig interessant. Die Giraffe ist noch immer an Ort und Stelle und schiebt Welle. Gut, können wir nicht sogar von hier aus nach oben? Ah ja, hier bei der Wendeltreppe. Können wir da hoch? Hä, die Wendeltreppe ist ja. Hä? Die Wendeltreppe ist ja mega beschissen gebaut. Was zur Hölle? Aber gut, Karl braucht auch keine Wendeltreppe von dem her. War die schon das letzte Mal so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir anscheinend hier lang hochgehen. Okay, noch ein schönes Gemälde vom Karl. Ist ein Mantel? Ist es Karls Mantel? Gehstöcke hat er auch. Er kann. Kann er vielleicht wieder gehen? Der Fahrstuhl ist ja cool. Ah, nee, nee. Okay, da oben ist er. Okay, ich dachte schon. Er kann, also natürlich ist er oben, aber. Also. Es ist logisch, dass der oben ist, weil Karl ist ja auch oben, aber ich dachte, die Schiene wäre weg, aber die ist nur ein bisschen dezenter, als ich das vermutet habe. Ich dachte, die ist ein bisschen weit rausgeprägt. Aber gut. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen.
Ich will ihn eigentlich nicht umwandeln, aber so viel zu. Oh, er hat anscheinend keinen Ersatz von uns gefunden, beziehungsweise geholt. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Eigentlich bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich habe ein bisschen Angst, dass er... Karl. Nein. Marcus. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich wollte nur, dass meine Leute frei sind, aber ich habe sie in eine Katastrophe geführt. Karl, ich suche nach Antworten, aber alles um mich herum bricht auseinander. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Bitte mir nur um einen Rat, er ist ein weiser Mann. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen, als sich Karl gefreut hat, dass wir da sind. Und wir wollen ja auch kämpfen, halt ohne Tote, ohne Gewalt. Wir wollen mit Worten kämpfen. Das werde ich versuchen, meinen Männern beizubringen. Zur Zeit. Wir müssen anscheinend wieder... Entschuldige, bei Kara. Entscheide über Connors Schicksal. Sprich mit deinen Leuten. Jede Menge Entscheidungen, die wir fällen müssen. Okay. Dann hoffe ich auch diesmal, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Was Connor angeht, ich glaube, ich gehe erstmal zu Connor, weil da bin ich mir am sichersten, was ich da für eine Entscheidung treffen will. Nämlich, sprechen wir erstmal mit ihm. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wie könnte man ihm nicht vergeben? Er war vorher halt verblendet. Von dem her, ich vergebe ihm auf jeden Fall. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk.
Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Okay, mit Connor haben wir schon mal gesprochen. Ich frage mich aber auch, ob ob es einen Unterschied gemacht haben, ob wir ihm verzeihen oder nicht. Ich glaube, er hat so oder so gesagt, ich will euch helfen und ich dringe da ein und blablabla, ihr versteht schon. Alles klar, Josh? Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Das freut mich. Okay, da muss mir gar keine Entscheidung treffen. Jetzt kommt es wahrscheinlich eher darauf an, wie unser Verhältnis ist. Okay, bei Simon kann ich es ja schon absehen, aber bei Nov bin ich jetzt mal gespannt, wie die sich uns gegenüber verhält. Reden wir erstmal über die Schusswunde. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Du bist einer von unseren Leuten. Lager. Ein R ist ein Unterschied, wie ist die Lage? Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Jetzt reden wir über das Lager. reden wir über die Überlebenden. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Wohin du auch gehst. Okay, das überrascht mich so ein bisschen. War klar, sie hat uns ihr Leben zu verdanken, aber... Sie war ja einmal relativ kühl uns gegenüber eingestellt. Und ich frage mich jetzt auch gerade, wenn sie uns wirklich, wenn sie wirklich sehr negativ uns gegenüber eingestellt wäre, hätte sie trotzdem dann so positive Worte gesagt und am Ende dann doch gesagt, so, hey, ja, danke dafür, aber du bist trotzdem Pisser. Das frage ich mich. Du müsstest auf unserer Seite sein, oder Simon? Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir.
habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Aber bin trotzdem froh, dass du auch auf meiner Seite bist. Hier hinten sind übrigens die beiden aus dem Eden Club. Wie heißen die nochmal? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall Lucy? Nee, Lucy. Irgendwie nenne ich jeden Lucy, bei dem ich keine Ahnung habe, wie die heißen. Okay, zu guter Letzt entschuldigen wir uns bei Kara dafür, dass sie nicht in Kanada sind. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Formuliere deine Leute über deine Entscheidung. Oh, verdammt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Eieiei. Okay, auf jeden Fall sind noch keine 2 Stunden seit dem Ganzen vergangen. Wundert mich ein bisschen, aber gut. Wie gesagt, ich will eigentlich meine Route beibehalten, aber ich bin mir unsicher, ob das die richtige ist. Gut, aber sie warten auf unsere Entscheidung, deswegen sprechen wir. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Ja. Öffentliche Meinung ist, wie gesagt, unterstützen. Von dem her würde ich eigentlich keinen Angriff starten wollen. Also klar. Es ist schwierig, weil wenn ich jetzt schreibe, also wenn da steht Revolution, heißt es ja nicht, heißt das automatisch, dass wir dann Krieg gegen sie, einen Krieg gegen sie anzetteln? Oder heißt das nur, dass wir die Androiden da befreien wollen? Das frage ich mich, weil ich würde sie eigentlich ganz gerne befreien wollen, aber ich will nicht riskieren, dass es einen Krieg gibt, deswegen bleiben wir bei der feigen Methode, bei der friedlichen Demonstration. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ob das die richtige Entscheidung war? Ja gut, das kann man sich immer stellen, die Frage. Ist das die richtige Entscheidung? Schönes Paar, blablabla. Es ist halt schwierig. Wie haben sich denn die meisten Leute entschieden? Das interessiert mich jetzt auch. 20, ja, okay. Ey, ich bin echt Mainstream. Ich merke gerade, ich bin wirklich Mainstream. Was ist das denn für ein Weg? Das ist ein ganz anderer Weg, den wir hätten einschlagen können. Okay, das ist interessant. Hier auch. Hier wäre eine andere Ausgangslage gewesen. Okay. Was ist denn hier? Karl geht es schlechter. Wäre es hier Karl besser gegangen? Oder wäre Karl hier tatsächlich gestorben? Ich glaube eher zweiteres. Nun gut, wie dem auch sei. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und es deutet alles auf ein großes Finale hin. Was ist denn Connor? Okay, hier haben wir... Wahrscheinlich dadurch, dass wir kein Abweichler... dadurch, dass wir Abweichler sind, haben wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, hier mit Connor irgendwie großartige Entscheidungen zu treffen. Und mit Kara konnten wir gar nichts machen. Ich frage mich, was ich witzig gefunden wäre. Theoretisch hätte ja North negativ eingestellt sein können, uns gegenüber. Dann, während unseres Gesprächs, hätte sie gesagt, egal was du tust, Marcus, ich bin auf deiner Seite. Und am Ende, wenn ich mich dann dazu entscheide, friedlich zu demonstrieren, fällt ja fahren ihre Gefühle uns gegenüber ja nach unten.
Und dann wären sie wieder negativ gewesen. Und dann auf einmal hätte sie dann doch gesagt, okay, hab doch keinen Bock auf dich, tschüss Marcus, verpiss dich. Das wäre witzig gewesen. Aber wieso habe ich mich dazu entschieden, friedlich zu bleiben? Erstens, weil es von Anfang an meine Route war. Und zweitens, die öffentliche Meinung, sie ist unterstützend. Sie sind auf unserer Seite. Wenn wir bei der Politik Druck ausüben, können wir eventuell was ausrichten, auch wenn wir ein bisschen paar Kollateralschäden in Kauf nehmen müssen. Aber nun gut, ich bin gespannt auf das nächste Kapitel. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Part. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.